Hey liebe GTA 5 Freunde, willkommen zu einem neuen GTA Online Info Video. Heute diskutieren wir die Inhalte des Highlife DLCs. Und nein, ein Release-Termin steht leider nach wie vor noch nicht fest. Beginnen wir mit den Autos. Bei der offiziellen Ankündigung hat Rockstar noch gesagt, dass eben 3 neue Fahrzeuge dem Spiel hinzugefügt werden sollen. 2 davon hat man schon im Bild gesehen und hat auch Rockstar namentlich genannt. Das ist nämlich der Pegassi Centorno und der Doboshi Massacro. Gut, ich bin nicht der Beste, was Autonamen angeht, aber ich hoffe, ich habe die doch halbwegs richtig ausgesprochen. Aber das dritte Fahrzeug, das ist eben nach wie vor unbekannt. Bis jetzt zumindest. Denn nun gibt es ein geleaktes Bild, das den Huntley zeigt. Das ist so ein Sportwagen-Geländefahrzeug, der eben schon in vorherigen GTA-Teilen verfügbar war und der jetzt wohl nun auch in GTA 5 eine Rolle spielen soll. Das Bild habe ich euch jetzt mal eingeblendet, wo man den Huntley eben sieht in der Garage, und das ist eben eine leichte Abwandlung zu einem Bild, das bereits von Rockstar veröffentlicht wurde, wo der Huntley aber eben noch nicht zu sehen war. Außerdem soll es dann mit dem Highlife Update ja auch möglich werden, dass man mehrere Garagen und Apartments gleichzeitig besitzt. Nun fragt sich natürlich, welche Garagen und Apartments werden da neu dazukommen. Hierbei gibt es nun eine Theorie, die sich auf die Map, die bei der Collector's Edition des Spiels dabei war, bezieht. Damit meine ich diese Blueprint Map und nicht die Standard Map, die eben bei den meisten Editionen dabei war. Da wahrscheinlich nicht alle von euch diese besitzen, habe ich euch in der Beschreibung ein Bild davon verlinkt, damit ihr euch selbst einen Eindruck davon verschaffen könnt. Hier hat Rockstar nämlich ziemlich viele Verstecke und Unterschlüpfe markiert, die großteils mit den Verstecken und Häusern aus dem Online-Modus von GTA 5 eben übereinstimmen. Somit sind, glaube ich, habe nicht alle nachgeprüft, aber doch ziemlich viele, ein Großteil der bereits im Spiel erhältlichen Apartments und Garagen auf dieser Map verzeichnet. Das ist wohl schon mal der erste Hinweis, dass sich das Ganze auf den Multiplayer bezieht und nicht auf den Singleplayer-Modus. Aber es sind eben um einiges mehr Apartments und Garagen eingezeichnet, als die, die es bisher im Spiel gibt. Und da wird nun eben vermutet, dass einige von denen, wenn nicht sogar alle, bei diesem Highlife DLC eben dazukommen sollen. Ich zeige euch jetzt gerade mal ein paar. Besonders im Hinterland sollen wohl nun einige neue Verstecke ergänzt werden. Zum Beispiel diese Villa im Norden der Weinberge, die auch mit Garagen ausgestattet ist und definitiv als Beheimatung von Spielern dienen könnte. Aber auch so ein bisschen mehr heruntergekommene Siedlungen, zum Beispiel in der Nähe von Sandy Shores, gibt es zu sehen. Die sind auch mit Garagen ausgestattet, was wohl auch darauf hindeutet, dass man das mal wohl später kaufen kann und dass diese Map richtig ist. Aber ich muss euch natürlich warnen, das ist nur eine Theorie. Auch wenn die bisherigen Hinweise stark darauf hindeuten, dass das stimmt, muss es nicht heißen, dass Rockstar diese auch jetzt wirklich nochmal implementiert. Es kann ja auch sein, dass die Map schon vorher angefertigt wurde und schon weitere Apartments in Planung waren, die dann aber aus irgendwelchen Gründen rausgestrichen wurden. Das kann natürlich auch möglich sein. Aber ich gehe halt mal davon aus, dass Rockstar vielleicht die auch deswegen rausgestrichen hat, weil sie dann später bei einem DLC wieder hinzufügen möchten, um halt das Spiel immer mit neuen Inhalten zu ergänzen, so machen es ja viele Firmen heutzutage. Deswegen wäre es also nicht verwunderlich, wenn wir ein paar dieser neuen Apartments und Garagen im Highlife DLC sehen werden. Was ist denn eure Meinung vom Highlife DLC, und wenn ihr der Map folgt und ein paar dieser Verstecke eben besichtigt, welches würde euch da am besten gefallen? Schreibt mir beides in die Kommentare, und ansonsten bin ich fürs Erste raus. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, euer Sionshow, bye bye.